Du musst per Flanke ein Tor vorbereiten, was außerhalb des Strafraums geschossen wird. Also einfach über den Flügel rüber und dann Flanke rein und dann war's das. Aber es muss ja außerhalb des Torraums geschossen werden. Ich meine, du kannst es auch beides, musst du ja zusammen machen. Da ist die Flanke. Bist du behindert? Muss man in der Flanke ein Tor vorbereiten und es muss vor außerhalb des Strafraums passieren. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Könnte theoretisch auch zwei verschiedene Tore sein. So, das war jetzt die Flanke, du musst aber noch außerhalb des Strafraums ein Tor schießen. Ne? Das wird ein bisschen schwieriger, aber machbar. Du musst ja einfach bloß mit ein bisschen Power, aber nicht zu viel Power, einfach draufballern. Außerhalb des Strafraums. Digga. Genau so fast. Bisschen weniger Power. Ja, Mensch, doch. Mit ein bisschen Power, aber nicht so viel. Es bleibt zunächst bei der knappen Führung. Vielleicht direkt der nächste Angriff. Sie versuchen es weiter. Wahnsinn, gehalten! Doch, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade! Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du Torwart weiter rausspielt und ich das ein bisschen niedriger stelle, wird das ein Tor. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt der Vorstoß. Komm mal. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Dann schieß doch! Da haben die Fans jetzt davon. Die wollten den Schuss. Sie sind hier heute. Oder aus. Ja. Sie sind bestimmt die gegnerischen. Da ist die Chance. Die Chance, die Riesenchance. Aber was für ein Reflex. Super gehalten. Oh, das wird noch spannend hier. Diese Ruhe, dieses Abfahren und natürlich diese Reflexe. Brand. Er trifft die Latte. Digga. Was, Digga, das war so ein guter Torschuss. Ich glaube, wenn der drin ist, dann ist das Spiel entschieden. So bleibt es erstmal spannend nach diesem Alu-Treffer. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Valverde. Digga, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt zum vierten oder fünften Mal. Was ist das? Das geht nicht. Ich muss mal reinpennen. Ja, das hilft bestimmt. Gibt bestimmt so ein Pack, wo du so Spieler bekommst, die gut außerhalb des Strafraums Tore schießen können. Digga, warum brauche ich so lange für so einen scheiß Torschuss? Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Da können sie kontern. Fast schon leichtfertig. Bodenlos. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Chance lebt noch. Da haben sie natürlich keine Probleme. Das war eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Klasse Tackling. Niklas Süle. Julian Brandt. Marco Asensio. Die Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Das war sauber. Er holt sich den Ball. In der Mitte ist Brandt. Chance zur Befreiung.
Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Jetzt die Flanke. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene. Müssen Sie mehr. Welcher ein vom Prinzip her? Ein Tor. Ja, wir müssen mit einer Flanke vorbereiten. Das Tor muss außerhalb der Strafungs geschossen werden, hab's doch gesagt. Vom Prinzip her reicht ein Tor. Aber zwei Tor zu machen, ist wahrscheinlich einfacher. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Meine Güte. Ja, 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Auf! Oh. Ne, der fickt dich. Fick dich selber, Mann! Jetzt können Sie den Angriff starten. Naja, kein Problem für Schmeichel. Schmeichel für den Streit. Nee, Ballverlust. Nee, nicht Ballverlust. Christian Eriksen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Hallo, wechsel doch mal zu Tchouaméni. Eriksen. Ah, Ballverlust. Geh doch mal aggressiv raus, seid ihr dumm oder so. Meine Güte, warum ist. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, Flanke rüber und rein damit. Ich hab gesagt, rein damit! Da steht noch so ein grünes Heinzelmännchen im Weg. Das ist der beste Versuch, den ich habe. Ja, meistens sind die auch so kreiert, dass du es genau so machen sollst. Vorbereitet ist er noch nicht. Nee, du hast vom Vorbereitung willst du nur, wenn er das Tor auch trifft. Ne? Da gewinnt er den Zweikampf. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Oh. Boah. Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben, Mats. Bisschen Glück haben, Digga. Das wird gebraucht zu werden, dass ich ungebeut bist. Ja, eine Stunde ist um, ne? Ne? Die Stunde. Hast du gesagt, es ist wie jetzt. Ich will jetzt eine Stunde das, eine Stunde das, die Stunde ist um, ne? Fick dich! Mann! Das war schön, das war schön, alles schön, aber es ging nicht rein. Deutschland, fick dich! Ja, du sollst nicht zum Torwart mit der Grätsche passen. Der Torwart hat aber auch gerne den Ball. Er ist ja am sichersten aufbewahrt, da kommt so schnell keiner und klaut ihn. Zeigt er vollen Einsatz, mit Erfolg, er hat den Ball. Da setzt er sich gut durch. Aufgepasst von Courtois, da verhindert er problemlos das Gegentor. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. 9 Minuten Verschwendung meines Lebens. Es sind aber ganz 9 Minuten. Jetzt sind es noch 20 Minuten. Hast du toll gemacht. Super Chance. Fick dich. Fick dich selber, Mann. Diese Zeit fuckt mich die ganze Zeit ab. 20 Minuten zu spielen.
Warum stellt er da seine Birne rein? Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt ist er durch. Oh, ganz frei in der Mitte. Gehalten, aber. Das gibt's doch nicht! Wahrscheinlich, ich bin zu behindert. Ja, eh schon wieder innerhalb des Strafraums. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er. Nicht, du hast so einfach aus. Nein, ich hab dich sehen nicht gesehen, keine Ahnung. Der Schuss jetzt. Super. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Wann bist du fertig? Wann sind wir da? Wann gibt's was zu essen? Ja, aber jetzt innerhalb des Strafraums. War das die Entscheidung? Das will ich auch nicht mehr. Glücklich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Das ist jetzt eine Chance. Doppelschlag. Zählt nicht. Es zählt aber nicht jetzt. Nee, war zwei Schritte im Strafraum. Spielstand 2-0. Im Moment. Ja, da war ein paar Schritte zurückgehen sollen. Hier ist umgefallen, oh nein. Zu hart oder was? Sie holen sich den Ball. Nee, ich spiele Fußball. Marco Asensio mit Platz. Verwerte. Ball jetzt bei den Lions. Sie bieten sich an. Der hätte das Tor fallen können. Aber es steht noch. Ganz energischer Einsatz. Oh Mann, warum ist das denn immer abseits? Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt bin ich wieder gut. Ganz alleine! Das könnte sein! Es reicht! Meine Güte! So, jetzt hast du's. Jetzt genug, genug Biber für heute. Das Spiel nicht für die. Hm? Ich das Spiel nicht. Hast du die für Trikot von der spanischen Mannschaft schon einmal gesehen hinter WM? Gegnerische Strafraum. Du musst eine Flanke machen und dann reinhauen. Was? Du musst eine Flanke machen, aber diesmal im Strafraum und dann reinhauen. Diesmal darf es im Strafraum sein. Also bei eben, du musst halt das diesmal vom Strafraum aus schießen. Ne? So? Geht aber noch die Flanke. Muss wieder mit einer Flanke. Und hole einen Remis. Ja, das heißt, du darfst nur ein Tor schießen. Oder musst ein Eigentor schießen. Du musst das 1-1 Deutschland-Spanien nachspielen. Und damit alles auf Anfang. Es steht Flanke rein in den Strafraum und Tor rein. Jetzt verstanden. Ne? So, bloß noch mit dem Tor. Vor allem, du musst echt gleich neu starten. Du hast eine fucking halbe Stunde dafür Zeit. Was willst du die restliche Zeit machen, wenn du das innerhalb von 2 Minuten machst? Du musst die Zeit runterlaufen lassen, damit es als für mich zählt. Was machst du jetzt den Rest? Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, der Passung. Beibesitzfußball. Wollen wir mal kurz, oder setzen wir uns jetzt kurz hier zur Ruhe? Und gucken einfach mal, was passiert. Die Deutschen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt das Deutschland-Spanien-Spiel, ne? Wir haben jetzt den Ausgleich geholt. Mit Füllkuh. Ne? Und
der letzte Spiel passiert einfach nichts mehr, weil zwar beide Seiten Chancen haben, aber keiner trifft. Na? Ball ist bei Süle. Süle. Mann, ich hätte wieder Süle sagen müssen. Süle. De Ligt. Courtois. David Alaba jetzt. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Süle. Ballbesitz Alaba. Thibaut Courtois. Immer halt rum. Matthijs de Ligt. Da ist Alaba. Das knapp, Digga. Vergesst den vor, die hätten so mit den Spaniern gespielt, obwohl die wollten ja unbedingt den Sieg, ne? Sie sind ja auch so weites Tor gegangen, imagine. Du weißt so, ein Remis reicht dir, um weiterzukommen. Die anderen sind raus und du spielst so in deinem Strafraum mit den Gegnern. Auch wenn das mit Spanien echt nicht funktionieren würde. Ne, ein Fehler und du hast ein Gegentor. Ja. Du hältst gar nicht so lange Ballbesitz wie hier jetzt gerade. Ja. Warum musst du überlegen, du stehst in deinem Strafraum, spielst seit 5 Minuten den Ball hin und her und es ist immer noch derselbe Typ, der versucht, dir den Ball abzunehmen. Nicht einer mehr. Nur dieser einer da vorne. Solange du in der Ecke vorne 5 Meter vom Strafraum bleibst. Ja, dann ziehen sie alle zurück. Guck, er traut sich gar nicht anzulaufen, bevor er da ist, du den Ball schon wieder abgespielt hast. Da guck, wie verzweifelt der links in der Ecke, wie verzweifelt der ist. Guck, zack, da hört er wieder auf. Besitz Alaba. Süle. Vorne jetzt die Balleroberung. Ich will mal gleich die Ballbesitz für Statistik wissen. Sieht die Ball aus? 95 zu 5 das oder was? Da ist Courtois. Oh nein, das Wasser hat den Ball bekommen. So, 3 Minuten sind noch zu spielen. Ja, das sieht aus, als hätten die, jetzt werden die einfach eine Wasserflasche. Hier ist Turbo. Van Persie. So, jetzt. Nein, die gab's nicht im Spiel. Ich hätte es mir gewünscht. Hätte es ganz anders ausgesehen. Gegen Costa Rica. Hm? So, anders ist nicht ausgegangen. Außer die 15 Minuten nach dem Tor, die waren anders. Ich hab mich anders in Erinnerung.